Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher und mit unserem Nameless. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Tag 9, 5 Uhr. Joel hat noch zu. Ich bin gerade mal zum Fahrrad und habe die zwei Wasserfilter rausgeholt, denn ich möchte mit euch heute die zwei Tausammler bauen. Wir haben dafür auch schon alles. Tausammler. Ich würde zwei Stück schon mal bauen. Dann können wir die in Betrieb nehmen. Dann habe ich einen Skillpunkt auf Inn verteilt, den wir noch hatten. Ich habe ja gesagt, ich möchte den Generator vor der zweiten Horde nach gerne haben. Und so würde ich sagen, haben wir einfach eine bessere Chance, die richtigen Bücher zu finden. Ansonsten, was habe ich noch getan heute Nacht? Ich habe die Dreier-Maschinenpistole weggemacht, habe uns die Vierer hingeholt. Der zweite Modplatz ist mit dem Trommelmagazin belegt. Und die schwere Kopfmod, mit der man in Nahkampfwaffen dann die Gegner ein bisschen betäuben und verlangsamen kann, die konnte ich noch hier zusätzlich mit reinpacken. Da haben wir jetzt drei Mods drin. So, ansonsten habe ich alles soweit repariert. Der Nameless hat Yucca Schmusi getrunken aus dem Automat. Der bringt nämlich immer Essen und... Also, oder? War hier... Essen und Nahrung. Nahrung, Gesundheit macht er 11, Wasser 78 und Nahrung 22. Ist für mich eine ziemlich gute Geschichte. Deswegen habe ich den damals, glaube ich, auch... Ach, das ist das Ding, sah aus wie ein Fahrradsattel. Deswegen habe ich den damals, glaube ich, auch selber herstellen wollen. Das muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Smooth. Richtig. Yucca, Heidelbeere und da haben wir uns Schnee mit. Das würde ich auch diese Staffel wieder machen. Insofern wir Schnee sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der... Der Elten hier nicht irgendwie ein Safe versteckt, gell? So, wo stellt man die Tausammler hin? Auf jeden Fall müssen sie unter freiem Himmel. Oder es muss eine hohe Decke sein. Was haben wir im Stream damals rausgefunden? 6 oder 7 Block hohe Decke kannst du ausstellen innen drin, ne? Jo, aber wir haben ja hier Freifläche. Es ist halt nur ein Riesenlappen. Ja, schöner macht das nicht gerade. Also hier will ich auf jeden Fall noch laufen können. Nö, doch, dann kommt er da nicht hin. Da kommt er da nicht hin. Alter, ist das ein Riesending. Ja, aber hier sieht es ja eigentlich gut genug aus. Vor jedes Fenster einen fetten Tausammler. Stell mal hin. Ich kann ja wieder wegnehmen, ne? Ja, es soll ja auch so ein ganz kleines bisschen apokalyptisch bleiben. Nicht, dass wir hier eine so... Ey, da oben drauf können wir ja dann auch noch ein Dings machen, Leute. Oh, das muss ich mir mal ganz kurz angucken. Es kann sein, dass das dann aber jetzt gleich hier... Wir waren da noch gar nicht drauf, gell? Natürlich kommt das wieder weg. Wir machen das dann schon schön. Ich will nur mal kurz eben... Ah ja, da können wir doch ein wunderschönes kleines Dachgärtle hinmachen. Für unsere Schmusi-Produktion. Ja, auf jeden Fall. Und später dann hier natürlich, wenn der Stock sauber ist. Du wisst ja Bescheid, ne? Gut, gut, gut. Sehr schön, sehr schön. Wieder eine kleine optische Schönheit hier in unserem Gebiet. So, Sammler. Sammler ist leer. Hier fängt es jetzt gerade an hoch zu ticken. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Also, dann haben wir die zwei Tausammler. Dann bringe ich kurz die Sachen weg. Dann gehen wir Joel verkaufen. Zweier Mission, dreier Händler freischalten. Die würde ich allerdings mitnehmen. Das bleibt hier. Das gehen wir verkaufen. Das wird seine Ration, die wir da jetzt immer haben. Immer. Ja, lass mich mal ganz kurz zu meinen Beten. Wenn muss, kann ich ja schon mal anfangen, theoretisch. Ne? Haben wir nicht... Ich höre jemand. Yucca-Samen. Gott erbarme, ich habe Yucca-Samen. Wo ist... Wo bist du? Aha, kommt mal jetzt schon der reguläre Weg. Morgen. Aufs Knie. Aufs andere Knie. Kommt der da hoch? Ach, schön. Oh, wie schön. Yucca-Pflanz. Musste ich die so abbauen? Ich glaube schon, gell? Ja, aber, Ach so. Ich habe die noch gar nicht freigeschalten. Vom Land Leben erhöhen, um bessere Dinger schalalan. Okay, weiß ich Bescheid. Ich kann ja noch gar keine Seeds herstellen. Ja, aber... Ich wollte doch gerade sagen, ich habe doch das jetzt falsch gemacht, gell? Naja, wenn ich das so wegmache, kriege ich ja mein Siedle. Nameless. Darfst also nicht auf mich hören. Gut.
Nein, machen wir dann die Beete weiter, wenn wir zurück sind. Oh. Der streunt ja hier nicht alleine rum, glaubt man's. Wo ist er denn? Das ist bestimmt eine Hundehorde. Hundehorde. Schau, aber weißt du, was gut ist? Der hilft uns, die Beete weiter aufzubauen. Komm, Nemi, du hast einen Schmusi. Mach mal die schweren Attacken hier. Der ist doch nicht allein hier. Verballer mal nicht die ganze Muni wegen einem Zombie, Digga, bitte. 750? Dann war es eine gelbe, ne? So, ich glaube, wir haben sauber. Mal gucken, wie lang. Mal schauen, wie lange. Ja, ich muss hier aufräumen, ne? Aber wir brauchen halt noch das richtige Werkzeug. Das machen wir jetzt rüber. Das machen wir auch rüber. Rüber, 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 rüber. Rüber, rüber. Habe ich jetzt alles? Komm, wir hauen ab. Mich hält heute hier nichts. Ich brauche unbedingt die Dreier-Mission jetzt. Dann wissen wir erstmal, was mit dem Krieger abgeht, ne? Weil bis jetzt ist ja alles mehr oder weniger noch eine gute, entspannte Nummer hier. Oh, und dann freue ich mich, weil wenn wir die Dreier frei haben, ist die nächste Aktion Hausmeister technisch wieder hier. Ich habe auch überlegt, ob ich die Glassachen da ein bisschen austausche dann und so. Naja, müssen wir mal gucken. Den kannst du wieder entfolgen, aber das entfolgt sich gleich von alleine, gell? Habe ich bei Joel gestern keine Mission angenommen direkt? Ah doch. Wir müssten sie noch abgeben. Das ist der Punkt. So, meine Lieben, wir sind wieder unterwegs. Ein bisschen rumgegruschelt haben wir. Einmal die Beete gemacht. Wieder gelernt, wie man sie richtig erntet. Das nächste. Die Tausammler. Zwei Stück haben wir schon mal aufgestellt. Sehr gute Geschichte. Und sonst. Ja, jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen unterwegs. Ich hoffe, dass wir eine coole Zweier kriegen, die wir schnell und zügig machen können, ohne Druck und Stress. Weil ich hätte schon Bock, jetzt dann den dritten Händler freizuschalten. Witzigerweise hätten wir Joel dann auf 3, Chen auf 2 und den neuen Händler auf 1, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir das dann immer so nachziehen. Weil ich meine, 1er habe ich jetzt dann... Es sei denn nicht, wenn ich was abbauen gehe und ich mache eine 1er Mission mit... Schadet es ja eigentlich auch nicht. Weißt du, wie ich meine? Wenn du sagst, du gehst jetzt in ein Haus und baust mal alles ab für ein bisschen Materialien kriegen und du machst parallel die Mission mit, ist zwar nicht die fetteste Belohnung. Hi, Digga. Hä? Ach so, ja. Oh. Wenn ich die Mods noch mit reinnehme... Bogenschießen, juckt mich nicht. Munition, Stahl, ja, Stahl wäre fast geiler. Aber ne, guck mal, ich kann ja den... Achso, warte mal geschwind, war das bei ihm? Warte mal geschwind. Digga. War das bei ihm oder bei ihr? Ich habe ja gestern noch gesagt, dass ich ihn nicht kaufe, weil er mir zu teuer ist. Ich baue ihn selber. Wir können allerdings erst den Zweier herstellen. Jetzt hätte man eine Questbelohnung mit 3, aber wenn ich das Stahl lieber will... Jetzt habe ich ihn gekauft. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Dann kann ich ja jetzt mal Stahl nehmen. So. Ey, wir haben's schon. Wir haben's schon. Das war die 7. Offen. Ja, aber ich habe keine Dinge. Ach, Digga, Bergbank habe ich selber. Warum? Bergbauhelm haben wir auch keinen Bedarf. Rüstung auch nicht. Fernkampfmods. Nahrungspaket. Ich hätte jetzt gedacht, ich kriege ein Minibike. Ach, es ist bescheuert. Trader. Okay, es ist auch nicht direkt, Leute. Gib mal das Nahrungspaket. Ja, dann können wir ja direkt jetzt die Dreier machen, die erste, ne? Ich muss es nur freischalten. Komm, wir gucken mal rein, was wir da gekriegt haben. Einmal ein Buch. Nochmal ein Buch. Fischtacos sind wir jetzt bei Stufe 3 und nochmal Buch. Und was haben wir hier? Schamsüpple. Eins unserer Lieblingsessen, Leute. Schamsüpple. So, pass auf. Dann haue ich das mal ganz kurz raus. Raus, raus, raus.
Die bräuchte ich eigentlich auch nicht. So, einmal die Geschichte. Ach, schade. Ich habe gedacht, wir kriegen vielleicht mit ein bisschen Glück. Ein Mini. Hast du zufällig ein Minibike? Wobei, muss ehrlich gestehen, ich hätte ja auch lieber das Motorrad. Wenn ich es jetzt geschenkt gekriegt hätte, klar, aber. So, dann werden wir jetzt erstmal umsteigen hier. Bumm. Willst du vielleicht mal alte Keule? Wieso ist denn die noch gemoddet? Alter, habe ich schon mal gemacht, gell? Habe ich schon mal gemacht. Nee, die will er nicht. Ich habe schon mal sowas gemacht. Da habe ich gemoddet und habe dann die Waffe verkauft, die ich gerade gemoddet habe. So, meine... Oh, ho, ho. Jetzt ballert's! Yay! Lass uns rüberfahren. Habe ich die angenommen? Ey, es sind 2 Kilometer, aber wir haben ja Fahrrad. Geh mal rüber. Geh mal rüber. Machen wir uns glücklich. Ich guck gerade mal, wie die Wegführung ist. Weil 2,1 Kilometer durch die Prärie müssen wir ja nicht unbedingt. Das kann ich ja blenden. Haha, guck mal, ich habe eine neue Keule. Ja, und ich stehe trotzdem wieder auf. Sehr bedauerlich. Wo ist denn das? Alterle. Alterle. Pass mal auf, da fahre ich uns kurz rüber. Wenn unterwegs irgendwas wäre. Meint ihr, die Straße führt hier entlang irgendwann? Wollen wir mal kurz gucken? Wenn die einen Knick macht, fahren wir ein bisschen auf der Straße. Ansonsten fahre ich querfeldein rüber ins Gebiet. Ey, ich freue mich voll, dass wir den Baseballschläger haben. Der macht nämlich noch mehr Laune. Die macht keinen Knick, ne? Oh, den nehme ich mit. Oh, den nehme ich mit. Das Gute ist ja, der Händler ist jetzt zwar arschweit weg, aber die Dreier-Missionen, die sind direkt vor Ort. Ach, ich habe keinen Bock, die Straße auszufahren. Ich fahre genau kerzengerade rüber, Leute. Wenn irgendwas Aufregendes oder Besonderes kommt, würde ich euch reinholen. Ansonsten sehen wir uns drüben, kurz vor dem seiner Siedlung. Ich blende mich mal kurz ein. Schaut mal. Da ist die Straße. Also die macht hier schon irgendwo einen Bogen oder sie führt sich hier zusammen. Es hängt... Oh, was ist denn da vorne? Was ist denn das hier? Also es sind noch 1,5 Kilometer. Ich werde gleich nochmal ein Stückchen blenden, aber ich will gucken, was das hier ist. Erstmal sieht es aus wie eine fette Brücke. Und ich muss sagen, Apokalypse, Brücken, die abgebrochen sind oder wo, so wie hier, das finde ich schon ziemlich geil. Polizeiauto hätten wir hier nochmal. Wir konnten allerdings hier nicht rüber. Alter, ich glaube, das habe ich in ganz 7 Days auch noch nie gesehen. Außer in der City. Aber dass jetzt hier praktisch die andere Straße unten durchführt, ist ja mal richtig genial. Ja, schöner Spot. Auch wenn wir jetzt nichts damit machen. Tja, meine Lieben, dann würde ich sagen, nächste Blende ins Gelände. Wir fahren hier aufs Schneegebiet zu. Und da wir Schneegebiete lieben, würde ich da jetzt einfach mal behaupten, dass wir uns das gemeinsam holen. Schnee war tatsächlich ein bisschen übler wegen den Bären, ne? Aber ich habe hier die Chance, Schnee mitzunehmen für meine Schmusi-Produktion. Aber was sind das da hinten? Weiß ich nicht, ob man da automatisch vorbeikommt. Hier frieren wir jetzt natürlich, weil ich noch keine Schneeklamotten habe. Guck mal, oben rechts siehst du Schnee 1,5, ne? Ist jetzt ein höheres Biom. Oh, der hat offensichtlich wehgetan. Für mich aber, bevor ich jetzt mich kaputt friere. Ach, und Pumas gab's hier, gell? Aber ich habe uns 1 Skillpunkt gegeben, dass wir diese Witterung besser aushalten. Deswegen haben wir im Moment noch keinen Negativeffekt, ne? Hier könnte man theoretisch dann auch Grabungsmissionen machen, wenn ich Schnee holen muss, ne? Beim nächsten Mal, wenn ich Schnee brauche, holen wir dann hier. Ist eine gute Idee. Frage mich gerade. Also hier sind wir. Hier soll man hin. Ich fahr mal. Ich will kurz gucken, was das für ein Gebäude ist, ne? Was steht denn da vorne? Ein Baum? Ja, die Pumas, die machen mir schon ein bisschen Respekt.
Ist das eine Fabrik, oder? Ja, ist nur ein Fabrikgebäude. Es wird wahrscheinlich so eine Auswärtsquest sein. Aber auch cool, ne? Könnte direkt sein, Leute. Ja, nicht da. Nee, nee, da, was stand da? Ah ja, ist eine Mühle. Komm, wir heizen einmal kurz durch, wird uns schon jetzt nichts passieren. So, jetzt haben wir das Schneezeichen. Für mich unwichtig, wichtig, was es genau macht. Wenn dir kalt ist, verbrennst du mehr Kalorien, okay. Ach ja, und die Holzfäller waren ja hier auch. Ja, da hinten ist schon der erste Bär. Bärski. Wir haben zwar ein Buch gelesen, dass wir mehr Damage an Bären machen, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt gleich wissen. Ey, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal das zweite Biom am Start. Was ist das für ein cooler Baum? Oh, hier hat es ganz viele von den coolen. Sieht aus wie so eine Trauerweide, die nicht mehr so richtig fit ist. Ist aber auch eine geile Stimmung hier im Schneegebiet, oder? Ja, hat er gesagt. Oh, guck mal hier. Was? Ja, das ist so eine Schrottanlage, gell? Hier haben wir auch eine ganze Town offen. Also sobald ich mobil bin, mit dem Motorrad oder so, fahren wir dann mal hier Straßen entlang für Bücher, ne? Oh, hier haben wir jetzt KZZ oder irgendwas. Da war jetzt... Jetzt sind die Köpfe, also es sind anderthalb. Es sind anderthalb. Zweieinhalb Köpfe, weil das Schneebiom alles ein bisschen schwieriger macht, ne? Schnee hat schon anderthalb, ja. Oh. Mit dem will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Da rotze ich vor lauter Panik ein komplettes Magazin nämlich leer. Bei WoW stand immer, bleib auf dem Weg. Das weiß ich noch, als ich zu Classic-Zeiten das erste Mal das Spiel gespielt habe, stand das auch da beim Einloggen. Oh was, wie geil ist denn das hier, guck mal. Checkpoint? Wie geil. Da stand das auch da und ich bin damals von XR hochgelaufen nach Ashenvale zum ersten Mal. Da war ich, glaube ich, Level 11. Und zu Classic-Zeiten war Level 11 in Ashenvale einfach nicht geil. Und da war es egal, ob du auf dem Weg geblieben bist. Die haben dich gerochen. So, ich bin da. Aber auf den freue ich mich doch jetzt auch. Mach zu. Der hat ja ein geniales Gelände. Guck dir das mal an. Kann ich hier komplett... Oh, so eine Wall will ich auch mal irgendwann. Ja, aber da kommst du ja nicht vorbei. Hier waren dann immer früher auch mal Munikisten und so, gell? Und schon klopft einer dagegen. Der hat ja eine geniale Base spendiert gekriegt hier. Wie gut ist das denn? Guck mal. Sowas ähnliches müssen wir uns auch bauen, finde ich. Ja, dann gehen wir irgendwann auch mal auslooten hier. Zünde eine Fackel an. Naja, komm, jetzt ist es ein bisschen frieren, das schadet jetzt auch nicht. Also muss ich sagen, schöne Geschichte hier. Das schaffst du nicht. Das ja. Mr. Jump'n'Run unterwegs, ziehst hier rein. Okay, coole Base. Vor allem halt eine coole Wall. Eine richtig coole Wall. Kann das sein, dass er Autohändler ist? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier unser Fahrzeughändler ist. Hier, guck mal, da guckt man natürlich jetzt kurz rein. Wir haben Arbeitsstation. Ein Buch. Wie gesagt, die Chemiestation kommt auch geil. Dann haben wir nochmal Arbeitsstation, Buch, freigeschalten, Blasebalg. Ziemlich cool. Und, jo. Ein 6er Schraubenschlüssel.
Alter, 6er Schraubenschlüssel, gleich mal das Schamsüpple hinterhergewettert vor lauter Freude. Jo. Gut, dass wir kurz reingeschaut haben. Geile Mucke. Geile Mucke, Diggerle. Wenn du recht guckst, steht da drin und macht selber. Oh, die erste Magnum-Munition gefunden. Yay, yay. Jo, also hier könnte man noch sehr viel looten. Ich will jetzt aber neugierig. Lass mich mal kurz gucken, ob ich da irgendwie... Die brauche ich jetzt im Moment nicht. Hühnersüpple für den Nameless. Ja, Hühnersüpple und der Dings. Nö. Er hat einen Stapler. Jetzt gehe ich mal rein. Ha, herrlich. Guck dir mal das Geschäft an. Aber was wie gut. Boah, sowas würde ich mir auch gerne bauen, um meine eigenen Klamotten reinzuhängen. Ist ein Klamottenhändler oder was? Ah, was, wie gut. Guck dir mal das an. Dietriche drin gewesen, Barren waren drin. Reparaturkit und weißt du was? Bäm. Klammer auf, repariertes gute Stückle. Militärklamotten. Was war das für Buchs? Schutzanzugshose. Ja, aber nur Kälte und Dings, ne? Ah ja, und die habe ich auch reingebaut. Das habe ich vergessen, euch zu sagen. Diese hier. Die gepanzerte Plattenmod für ein bisschen mehr Rüstung, bevor sie im Schrank rumliegt. Muni. Schön eingerichtet. Finde ich gut. Macht Laune, aber jetzt schwätzen wir mal mit dem. Ich will ja auch noch... Jo, Leute, das reicht uns heute nicht. Wenn ich eine 3... Das reicht uns heute nicht. Vielleicht machen wir hier für ihn eine. Bis ich jetzt zurückfahren bin und alles. Ich fühle mich super. Und du? Die gehen nicht zu looten. Machen wir hier eine Mission und machen wir morgen unsere erste Dreier-Bumsti. So, mein Diggerle. Surprise. Achso, die hat ja nur Einser, gell? Hier geht's. Das ist halt gleich mal Angebot hier, Bub. Was hast du denn da noch so? Ey, warte mal, ich guck da mal ganz kurz in aller Ruhe durch. Klimaanlage, Schaller, das brauchen wir alles im Moment nicht. Footballhelm brauche ich da auch nicht. Klamotten kaufe ich eh nicht. Guck mal, ich habe da eine coole Hose für dich. Und einen alten Schraubenschlüssel. Antibiotika, brauchen wir glaube ich nicht. Chemiestation kostet 14.000. Fahrrad hätte da rumliegen. Ey, ich könnte aber einen Generator... Ist das der richtige Generator? Dann habe ich doch schon, was ich will. Wenn ich jetzt den Generator kaufen würde. Huch. Ich weiß zwar, dass ich jetzt gerade einen Haufen Geld ausgebe, aber... Hallo? Ist ja der Wahnsinn. Ich bin gerade selber überlegen, ob das so sinnvoll ist, was ich hier mache. Lass jetzt mal den Finger weg. Those damn things are selling like hotcakes. Ja, aber dem seine Aufgaben sind halt easy peasy jetzt hier, ne? Aber egal, eine Einser im Schneegebiet, die gönnen wir uns jetzt. Wenn ich jetzt zurückgefahren bin, die Dreier, weißt du, ich will mir da morgen zu Beginn der Folge richtig schön Zeit nehmen mit euch dafür. Jetzt muss ich nur ganz kurz hier mal gucken. Mauige. Kommt noch einer. Das Feeling mit dem Baseballschläger ist nochmal eine andere Nummer. Das habe ich aber gekauft wie ein großer, gell? Ich habe ja gar keinen Platz mehr. Ich hoffe, das ist keine Attrappe. Ja, Nebles, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Ich habe zu viel Zeugs gekauft. Ich habe gar keinen Platz mehr. Ich mache jetzt keine Kiss. Wir gehen jetzt einfach diese Mission machen. Aber wir werden nicht viel looten.
Wir machen sie einfach das, was sie gemacht haben. Und dann fahre ich heim. Und morgen werden wir dann schön genüsslich uns die Zeit nehmen für eine saubere Dreier für eine erste. Was? Bobcat Bar? Wie das gleich übel aussieht, gell? Dieses dunkle rote Köpfle. Schon erstmal nachladen? Nee, ist noch alles nachladen. Ja, ich nehme jetzt halt wirklich keine Pflanzen mit zum Beispiel. Ich. So, Leute. Oh yeah, Darling. Oh yeah, Darling. Bis der durch ist. Zum Beispiel, was hier lasse ich liegen? Zwei und einer davon ist. Ach, guck mal an, ein Gelbi. Mit dem Gelben habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist er schon durch? Nein, aber gleich. Wasser würde ich mitnehmen. Das lasse ich jetzt. Ah, schreckt mir noch, weil. Das lasse ich jetzt hier, das brauche ich nicht. Da war der Knochen drin, Billardtisch. Ich mach zu, es hilft zwar nicht viel, aber ich höre es zumindest. Hey, tonight. Wollte gerade sagen, der braucht ja eine halbe. Schon wieder ein gelber. Komm mir nicht zu nah, Digga! Okay, das erklärt's. Ist aber eine 1er Quest, oder? Also, der Unterschied ist dann schon deutlich. Dann würde ich auch vielleicht hier tatsächlich ab und zu mal ein bisschen questen. Ach, ich habe einen Dietrich benutzt. Ich dachte gerade, ich loote das Ding. Jo, kannst du behalten. Ich hau nicht auf. Heute nicht. Hier für meine Beete. Ja, aber dann sind ja die Einser im Schneegebiet viel cooler, ne? Schmutzwasser magst du, nehmen wir mit. Weil wir es halt auch brauchen. Obwohl wir jetzt einen Tausammler haben. Bier lasse ich sowieso nie liegen. Ey, guck mal, wie viel Schmuwa da jetzt zusammengekommen ist in kurzer Zeit, ne? Ich nehme an, dass hier die Endwelle in Anführungszeichen für ein 1er Gebäude schon überraschen dürfte. Freue ich mich gerade ein bisschen. Weil ich gedacht habe, jetzt habe ich eine Dreier machen wollen, aber ich habe es dann zeitlich gesehen, dass es nichts wird. So wie ich es mir vorstelle. Dann dachte ich, jetzt so eine fade 1er. Aber so ist okay. Mach mal hier zu. Immer noch eine große Liebe verbindet mich mit diesem Abbaugeräusch. So. Dachte gerade, ich habe was entdeckt. Gut. Ja, hast du schon, hast du schon. Brauchst du nicht nochmal. Gut. Schauen wir mal, was der in der Kühlhalle gesucht hat. Ja, ist klar, dass das Inventar voll ist, weil ich den ganzen Scheiß da ja eingekauft habe. Ach, die Gefängnisbrecher habe ich dabei gehabt. Aber ich habe es ja gar nicht geschnallt erst, ne? Dass ich gerade was abbaue. Komm, ausnahmsweise. Militärrüstungsteile würde ich ungern hergeben. Weißt du was? Nee, ich baue das nicht. Aber den Topf brauche ich auch nicht unbedingt. Nehmen wir halt mal nur sowas hier mit. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier raus. Dann müssen wir da hoch, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es gleich bereuen werde. Ich meine, reingucken tun wir trotzdem, ne? Ah, dann Gasgrill. Benzin. Benzin liegen lassen ist immer so Geschichte. Die da habe ich ganz viele daheim. Nehme ich lieber Benzin mit.
Wieso ist hier offen? Der Typ, wie wir das aufgeschlagen haben, ne? Ich weiß nicht, wie viele es sein werden. Wenn, dann sind sie alle hier drin, ne? Ja gut, da war jetzt wieder mehr. Wenn aber alles... Wenn alles ein schöner Treffer geworden wäre, hätte es sich gelohnt. Bin mal gespannt, ob es hier hochkommt, aber ich nehme es an. Tja, Köppler, da liegst du. Gönne ich uns. Ich glaube, die hat den Weg noch nicht ganz raus. So, sagte er und schaute in den Hauptblut. Kunststoffszenenmod. Hm. So, das war's, oder? Geben wir ab, Leute, und dann fahre ich heim. Und morgen machen wir dann unsere Dreier, dann haben wir eigentlich alles gehabt. Wow. Wenn jetzt ein Ei drin ist, was machst du dann? Mal gucken, ob die Belohnungen sich auch unterscheiden, ne? Ja, aber das war jetzt kein Eck, ne? Das war trotzdem ein kleines bisschen spannender wie die anderen, die wir bisher gemacht haben. Was es für mich interessant macht, das Gebiet. Und ey, es waren coole Sachen auch im Loot dabei, ne? Schade, dass ich das mit dem Ding versaut habe. Wenn wir jetzt natürlich einen Dietrich kriegen würden... Ah, jetzt schauen wir erstmal. Konnten wir nicht auch mittlerweile Dietriche bauen? Na ja, guck mal. Wir können uns auch ein paar Dietriche herstellen in Zukunft, ne? Dieser Checkpoint gefällt mir saugut. Ja, es hat mal geklappt. Alle 100 Mal geschieht's. Jetzt gucke ich mal, ob ich mir irgendwas verkaufen kann, oder? Wie wäre es, wenn ich die Elektrosachen alle verkaufe? Ach. Reparaturkits wären cool. 9mm 100 Schuss. Aber da haben wir mittlerweile genug. Schrotflinte auch. Hast du eigentlich eine Schrotflinte gehabt? Guck mal, der Blaseball kostet 1400. Den können wir jetzt auch selber herstellen. Einen Aktenschrank brauche ich keinen. Schrotflinte. Was hat er denn überhaupt für Waffen, wenn man es mal so will? Halb Munition hat er schon einiges am Start, ne? Aber sonst, Baseballschläger, haben wir einen besseren jetzt mittlerweile? Nö, ist okay. Hätte ich denn irgendwas, was ich dir verkaufe? Wie wär's denn, wenn du die Teile nimmst? Weil ich will ja die Belohnung jetzt noch einsacken. Ich nehme die Reparatur-Kits, brauche ich sie nicht herstellen. So, meine Lieben, das war's für heute. Kürzere Runde. Ja, aber ich fahre jetzt, wie gesagt, nur noch heim. Dann muss ich auch danach gleich weg. Morgen hole ich euch rein. Und dann machen wir für den Joel unsere erste Dreier. Haben wir ja alles erledigt, ne? Was wir aber noch machen können, wenn ihr Bock habt. Lass uns mal spaßhalber ans Ende... Lass uns mal spaßhalber ans Ende dieser Siedlung fahren. Oh, guck mal. Wir sind am Ende dieser Siedlung. Da geht's in die Wastelands, oder? Dann ist das hier eher so eine kleine, also ein Außenposten als eine ganze Siedlung, kann das sein? Oh, die Wastelands. Ganz böse Erinnerungen flammen gerade auf. Weil ich dachte, es wäre so eine große Stadt wie unsere, dann wäre am Ende von der City vielleicht der Dings, weißt du, der Wrecked. Mal theoretisch könnte es sein, wir fahren einfach mal hinten raus. Dann fahre ich, bevor ich morgen die Aufnahme starte, fahre ich dann morgen rüber.
Passing Gas ist klar, die gibt's überall. Das ist ein Franchise, weißt du? Was für ein Scheiß? Oh, Polizei. Hier ist ein Motel. Wäre auch eine schöne Base. Police mit Auto vorne dran, natürlich. Motel 8. Eigentlich wollte ich in die andere Richtung fahren, ne? Atlas Metal. Hier holen wir jetzt das Zauberbuch raus. Oh, jetzt sehe ich gerade. Verringert die Chance, in Brand gesetzt zu werden. Das habe ich aber schon gehabt, gell? Ich habe es gerade, als ich es aktiviert habe, habe ich gesehen, es war aufgeschlagen. Jetzt ist ihm auch ziemlich kalt, guck. Wenn du frierst, verbrennst du mehr Kalorien. Na gut, ich habe aber Schamsipple dabei, ohne Ende nämlich. Also du musst dich nicht schämen. Ans Ende der Siedlung will ich noch fahren und dann switche ich rüber. Die ist interessant, also ich glaube, hier haben wir auch noch das ein oder andere Späßle vor uns. Okay, hier hört die Straße auf, ist nicht so geil. Kann auch sein, dass hier nur ein Händler ist, ne? Hi. Heile. Ich weiß nicht, ob die jetzt grundsätzlich so angeordnet sind, dass die sich immer gegenüberliegen. So war dies, ne? Wenn ich mit links drauf drücke, also so lenke ich mit der Maus. Wenn ich einen Linksklick mache, dann lenke ich mit der Tastatur und dann kann ich aber so auch rumgucken. Besser. Hier, das sieht nach Händler aus links. Guck mal. Gears? Das ist kein Händler. Bei den Totenköpfen kannst du ja schon erschrecken, ne? Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Sturmgewehren. Ja, kann natürlich, muss ja nicht sein, dass der genau da ist, wo ich ihn jetzt vermutet habe. Kann auch sein, es ist gar niemand da, ne? Vielleicht ist er hier, weiß nicht. So, Leute, schöne Runde war es. Wieder ein bisschen was geschafft, ein bisschen Progress gemacht, sage ich immer. Medizinische Vorräte mehr finden in Beuteln, das ist doch cool. Kann man gebrauchen. Oh, der... Hier, die schwören können, dass du durchkommst, siehst du? Da vorne noch das eine Gebäude. Und dann gehen wir heim. Oh, oh. Ist das meine erste... Nee, das ist es nicht. Wir hatten doch in der ersten Staffel dann so ein Elektrogebäude da uns geschnappt, gell? Krypta. Ja, das Schneegebiet ist auf jeden Fall jetzt frei. Also es war die ganze Zeit schon frei, aber jetzt haben wir Zugriff regulär. Wissen, wo es liegt und sowas. So, letzter Briefraub für heute. Lernt Metallkettenmod zu fertigen. Okay, meine Lieben, dann fahre ich jetzt heim. Dann sehen wir uns morgen drüben zur ersten Dreiermission. 2,9 Kilometer habe ich jetzt vor mir, aber ist okay. War jetzt wichtig, dass wir hier kurz durchgefahren sind. Ich freue mich auf morgen. Bis dann.